auch, ne? Die ist ja schon fertig hier. Was will sie uns noch zeigen? Nein, 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 nein. Erstmal herzlich willkommen zurück mit einem Pinsel in der Hand. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, meine Lieben. Es wird aufregend, denn ich hau mal wieder eine neue Rubrik raus. Man muss ja hier auch so ein bisschen immer was Neues machen, ne? Und da habe ich mir überlegt, ich habe ja wirklich so viele Lidschattenpaletten. Du kannst aber auch dann wirklich nur einen Look schminken. Hab mir aber jetzt überlegt, Mensch, mach's doch mal eine Palette, drei Looks. Was kann man alles aus einer Palette rausholen? Mal richtig so krabum, krabam, kann man auch zurückhaltend machen, bunt. Was gibt die Palette her? Und ich möchte anfangen mit einer Palette, die ich zugeschickt bekommen habe in Leihgabe. In Leihgabe von der lieben Jasmin, weil der sich so mit Paletten und sowas auskennt, weiß, dass die Sacken teuer ist. Die Danessa Myrix Beauty Lightwork Volume 3 Palette. Sie hat sie mir in Leihgabe mal zugeschickt und es gibt da auch noch mehr, ne? Und so sieht sie aus, dass es, ich glaube, die kostet 100 Euro, ne? Oder knapp 100 Euro? Irgendwie so. Wunderschöne Farben. Ich habe jetzt, Leute, mit der Jeffree Star Palette das Weiß hier oben, das nehme ich immer sehr gerne, wenn ich, ja, wie auch immer. So, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt, nervös. Es werden drei Looks mit dieser Palette geschminkt. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie viele Farben ich nehme, aber ich werde auf jeden Fall hier jetzt nochmal meine Finger desinfizieren, weil fremde Paletten, ne? Habe ich schon gemacht, aber so. Ich werde das jetzt nicht machen wie sonst, weil du hast hier nur diese Schimmertöne drin. Deswegen müssen wir mal gucken. So viele werden das nicht. Und ich darf ja auch nicht zu lang werden, weil, ey, sonst, ne? Hm? Sonst hast du das Video hier eine Stunde. Das will ich ja auch nicht, ne? Aber, ja, ich denke, wir werden das hinkriegen, ne? Ohohoho. Yes, baby, yes. So. Also das sind cremige Farben, das sind Farben, die benutzt werden. Sie ist Make-up-Artistin. Artist. Da hauen die solche Make-ups da den Models aufs Gesicht, ne? Also ich gehe jetzt mit meinem Pinsel da schon mal rein. Und ja, ich möchte mir jetzt, oder, ne, komm, in dem Aurora. Aurora, gehen wir mal rein mit dem Pinsel. Oh Gott, das ist dunkel. Ich habe abgeklebt. Ihr seht's. Das ist so richtig schön. Duochrome, passe nicht gesehen. Boah, das funktioniert ja hier mit... Oh, meine Güte, das funktioniert ja richtig geil. Deswegen, das sind alles Schimmertöne. Da packe ich mir jetzt wirklich nichts, wie ich das sonst immer mache. Vorne anfangen, hinten aufhören. Oh mein Gott, ey. Ja, das ist schön, ne? Oh. Ich hole euch näher ran. Das müsst ihr sehen. Ich habe natürlich jetzt schon auch den Lippenstift drauf und sowas alle, ne? Und Highlighter ist schon drauf. Also, damit wir hier schon mal, ja, vernünftig starten können. Und schnell starten. Ja. Und die weiße Grundierung, also Jasmin hatte mir den Tipp gegeben, ich habe zwar auch so Theaterschminke, hätte ich auch nehmen können, dann kommen diese Farben noch mehr zur Geltung, besonders diese eine Farbe, die ich da gleich benutzen möchte, in, boah, das ist so eine Hammerfarbe auch, oh mein Gott, jetzt gib mir hier mein, komm, halt noch ein bisschen mein Klebi, halt bitte noch ein bisschen durch, du musst ja nicht lange drauf bleiben, nur ein bisschen. Ein Hammerton schon, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der, boah, ich bin da ein bisschen ehrfürchtig, wenn Paletten so sackenteuer sind, ne? Ja, es ist so. Komm, da tun wir jetzt ab, das brauchen wir nicht mehr. Klare Linie. Super klare Linie. Ich zeige euch das natürlich alles gleich von nah, aber ich mache jetzt erstmal den Pinsel sauber. Denn daneben möchte ich mir schon eine andere Farbe jetzt hinsetzen. Und jetzt habe ich ja halt lila genommen. Und, ach komm, jetzt nehmen wir hier mal Solar Rain. Das ist so Gold. Und das setze ich mir jetzt mal hier so neben.
Es geht ab. Ich möchte den mal mit den Fingern, bitte. Die sind auch super weich. Oh, guck dir das mal an. Super weich. Oh, wow. Und die gebe ich mir jetzt mal daneben auf. Ich ziehe mir den auch ganz bis oben hin und dippe mir hier den so ein, wie ich das ja immer mache. Ich habe mein Handtuch übrigens hier liegen. Ich gehe dann nochmal rein. Muss man ein bisschen aufbauen, aber das finde ich jetzt nicht schlimm. Ne? Man muss halt aufbauen, wenn man es kräftiger haben will, ist es so. So, ein bisschen dippen, dippen. Dip, dip, dip in water clean. So, und das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch. Ich finde das schon sehr, sehr großzügig von Jasmin, dass sie mir diese Palette zur Verfügung stellt, um das einfach auch mal zu testen. Und da habe ich mir wirklich gedacht, ja Leute, was gibt es jetzt Besseres, als diese neue Rubrik anzufangen mit so einer Palette? Ich habe die auch immer noch hier in diesen Zellophan eingepackt und an eine Stelle liegen, wo sie definitiv nie runterfallen könnte, weil ich glaube, dann würde Jasmin mich umbringen. Das ist schon geil. Das ist schon geil. So, und jetzt kommt natürlich die geilste Farbe ever. Und das ist Polaris. Die ist so richtig cremig. Ich hoffe, die kommt zur Geltung. Ich bin gespannt. Es ist so eine Creme. So eine richtige Creme. Boah, guckt euch das mal an, wie die schimmert, ne? Leute, wir... Boah. Oh. Okay, was geht ab? Boah. Wow. Oh, wow. Oh, mein Gott. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Ich habe mir das genau so gedacht, dass das, dass die Farbe so auf dem Auge ist. So, einfach hier dippen. Ich brauche auch nicht nochmal da reingehen. Das reicht. Das reicht. Oh, wow. Jetzt habe ich mein Handtuch vor Schreck runtergeworfen. Mein Handtuch liegt unten. Da kommen wir gleich dran. Überhaupt kein Thema. Eigentlich habe ich gedacht, so 10 Minuten Video, aber ich glaube, das wird schon fast nichts werden. Das, ja. Wird ein bisschen schwierig. So, ich dippe noch einmal kurz da rein mit dem kleinen Finger und bin, wow, restlos begeistert mit den drei Farben. Und da hast du ruckzuck deinen Look geschminkt, ne? Hoho! Ja, sitzen da noch? Hallo? Ich muss mal eben mein Handtuch holen. Oh, was willst du denn da noch machen? Da brauchst du nicht großartig noch was machen, ne? So, ich möchte jetzt aber noch mal in das Gold reingehen und mir das hier noch so ein bisschen aufgeben. Genau. Genau. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Also ich bin begeistert, ne? Das ist... Das knallt dich weg. Mein Gott, knallt dich das weg. Ja. So, jetzt unten drunter. Ich gehe natürlich in das Lila rein, ne? Nehme das auch mit meinem BH Cosmetics Pinsel, diesen kleinen hier, in Aurora. Und setze mir die Farbe hier dran. Und ich finde das echt geil. Ich habe mir, glaube ich, die richtige Palette ausgesucht. Wir sind jetzt bei 8 Minuten 41. Und guck mal, wie schnell ich jetzt damit fertig war, ne? Also das spricht ja für sich, ne? Dass die ein bisschen teurer ist. That's life. Wow. Noch ein bisschen hier, noch ein bisschen hier, noch ein bisschen da. Ich möchte jetzt aber nichts von den anderen Farben nehmen. Deswegen werde ich jetzt dabei bleiben und in das Gold reingehen und mir die Farbe hier hinsetzen. Oh, schimmert das. Oh. Also Freunde der Sonne, ne? Wer Schimmer mag, da muss ich doch mal überlegen, ob diese Paletten mal bei mir einziehen. Aber es ist halt, es ist teuer, ne? Es ist teuer, aber du hast was Gutes, ne? Aber sowas von gut. Da kannst du da hinter mir schminken. Ich bin begeistert. Ja, Steffi, sei aber nicht zu begeistert, sonst geht das Video zu lange. Wir sind jetzt gleich bei 10 Minuten, dann ist es völlig okay. So, guck mal. Herrlich. Herrlich, oder? Herrlich, Leute. Ich gebe mir jetzt die Mascara auf. Das ist die Max Factor X Divine Lashes Rich Mascara. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann bin ich nämlich schon mit dem ersten Look fertig. Und dann sind wir, glaube ich, gut von der Zeit her, ne?
Bis gleich. Da ist sie. Sie ist fertig. Tada! Das ist mein erster Look. Die Mascara ist richtig, richtig gut. Mein erster Look mit, ja, Press and Play steht da drin. Und richtig, man kann mit dieser Palette spielen ohne Ende. Von Danessa Myricks, die Lightwork Volume 3 Palette. Ja, drei Farben haben wir heute benutzt, ne? Die Aurora. Also ich zeige euch das gleich von nah. Solar Rain. Und Polaris musste natürlich aufs Auge. Und das ist der Hammer, Leute. Das ist der Hammer, Leute. Ich komme ein bisschen näher. Und ich hoffe, meine Kamera fängt das ein. Ne? So im wirklichen Leben ist das ja doch noch ein bisschen anders. Hm. Hallo? So. Na, bist du jetzt scharf oder nicht? Mach bitte scharf, Mensch. Wir haben doch keine Zeit. So. So. So sieht's aus. Ich hoffe, es ist nirgendwo jetzt Mascara. Aber wenn man sich bewegt, ich hoffe wirklich, dass die Kamera das einfangen kann. Einmal so hoch und runter, rechts, links. Der Hammer, oder? Lippi dabei. Fällt sofort auf. Fällt sie sofort auf. Mega, mega geile Palette. Dankeschön, Jasmin, nochmal, dass ich die testen darf. Und das ist jetzt Look Nummer 1. Ihr könnt es ja dann hinterher nie. Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare, welcher Look euch dann am besten gefällt. Ne? So, das war Look Nummer 1. Wir sehen uns gleich wieder zu Look Nummer 2. Bleibt dran. Ja, hallihallo, hallöchen, ihr Lieben. Da bin ich wieder. Ja, und willkommen zu Teil 2. Ich bin soweit wieder fertig. Ich habe das gleiche Make-up benutzt wie gestern, weil ich einfach möchte, dass man das irgendwie gut vergleichen kann, den gleichen Lippenstift. Ich habe mein Auge gesettet mit dem Weiß. Die gleiche Mascara liegt hier auch und natürlich die gleiche Palette. Ne? Ja, Danessa Myricks Palette und da gucken wir jetzt, welchen zweiten Look wir davon schminken. Wir hatten ja gestern, also vorhin, Polaris genommen, dann Aurora und Solar Rain. Ach, Kinders, es ist so schön. Es ist so schön. Ja, komm, ich hole euch mal näher ran. Ne? Das muss man ja auch sehen. Ich habe noch nicht abgeklebt, das werde ich aber jetzt machen. Ja, es ist mir gestern halt die erste Farbe, diese wirklich feuchte Farbe, ein bisschen auch in die Falten gelaufen. Das lässt sich aber wahrscheinlich gar nicht vermeiden. Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwie noch mit dem Puder arbeiten oder so. Das sind natürlich Krabäm-Farben. Ne? Da muss man immer gucken. Ja. Ich habe es jetzt auch gesehen. Claudi hatte die auch geschminkt. Die große Palette davon. Und da habe ich nämlich gesehen, dass sie andere Farbe erst benutzt hat. Also eine ganz stinknormale Farbe aus einer Lidschattenpalette. Ne? Ja. Also, ich werde jetzt diesen kleinen Pinsel hier nehmen und ich möchte heute cool sein. Und ich möchte Soul nehmen. Soul. Oh. Soul. Oh, die ist aber... Holla, wo will das denn hin? Das ist aber... Ich möchte jetzt hier vorne anfangen, weil gestern, muss ich echt dazu sagen... hat mir da vorne irgendwas, das hat mir gefehlt. Boah, das ist aber... Glitzer, Glitzer, aber guck mal. Hast du... Oh, Fallout hast du. Aber du hast es sofort auf dem Auge, ne? Da hat mir echt gestern was gefehlt. Und ich finde, das hat meine Augen kleiner gemacht. Und das will ich ja nicht. Ich habe ja eh so große Augen. Wow, das ist wieder eine Farbe, die knallt ja hier, ey. Meine Herren! Oh, oh wow. Aber man hat Fallout, ne? Aber das lässt sich alles schnell weg. Man glitzert dann halt ein bisschen. Ja, es ist halt so. Ich werde jetzt aber einen etwas festeren nehmen. Diesen hier. Und dann gehe ich in Gaia. Gaia. Das sieht bei euch jetzt nicht grün aus, ne? Es ist aber grün. Das schimmert alles in den verschiedensten Farben. So, ein bisschen abklopfen. Und Gaia setze ich mir nämlich jetzt hier dran. Und Gaia nehme ich auch. Ich bin begeistert. Mein Gott. Ich hatte euch ja gestern schon gesagt,
dann schreibt mal bitte in die Kommentare, welchen Look ihr davon am besten fandet und ob ihr die Idee gut findet. Ne, diese Idee, eine Palette, drei Looks, was kann man so aus einer Palette rausholen? Welche verschiedenen Looks kann man schminken? Ja, das ist schon... Wow. Oh Gott. Ich werde jetzt das Grün auch nehmen und hier hinten hinsetzen. Das ist einfach wow. Also du kannst wirklich, weniger ist bei Danessa, ich weiß gar nicht, wie man sie richtig ausspricht, Myrix, ist da ist weniger mehr. Da ist echt weniger mehr Farben nehmen. Ne? Also wenn man so drei, vier Farben, dann ist man schon, das ist schon zu viel. Wir haben ja die gestern genommen, die und die. So, und morgen, ja. Ich werde jetzt nur diese beiden Farben nehmen. Ich werde jetzt einfach nur diese grünen Farben nehmen. Und, ja. Einen schönen, einfachen, schnellen Look damit schminken. Oh Gott. Also, ich sag nochmal, Jasmin, danke, ne? Das ist der Hammer, dass du mir deine... Wir reden hier uns das nicht schön sackenteuren Paletten hier ausleihst, damit ich sie ja hier halt auch mal auf Herz und Nieren alles testen kann und zeigen kann, wie toll das alles ist. Oh! Und soll ich mir was sagen? Ich trage das jetzt hier ja alles mit dem Pinsel auf, ne? Ich trage das alles mit dem Pinsel auf. Schön. Ich werde jetzt aber die Farbe, die ich ja gerade genommen habe, dieses helle Grün, das möchte ich mir jetzt mal im Finger aufnehmen. Mal gucken, wie intensiv das werden kann. Das Sol. Ganz. Das ist ein bisschen trockener wie das andere. Das ist auch ein bisschen mehr gekrisselt, finde ich. Und das setze ich mir jetzt hier vorne hin. Und dann haben wir heute mal nur zwei Farben auf dem Auge. Aber auch die machen Lärm, ne? Die machen Lärm. Und das, wow. Vom Feinsten, ne? So, nehme ich hier das Grün, dippe hier rein. Und dann habe ich hier wunderschön den Übergang fließend. Ach, mein Gott, wenn es die Palette nicht geben würde, dann müsste man es erfinden. Wow. Da kann man bestimmt auch ein geiles Halo-Eye mitmachen. Ey, sollen wir das morgen machen? Mit dem Blau und Lila? Und wie es auch immer glänzt, sollen wir da ein Halo-Eye? Da machen wir ein Halo-Eye. Jo. Da machen wir ein Halo-Eye. Warum nicht, ne? Es muss ja nicht immer auch dieselbe Form sein auf dem Auge. Ich mache das immer gerne halt so, diese Form. Aber man kann auch von oben nach unten machen, ne? Nicht nur von rechts nach links. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Das ist der Hammer, ne? Das ist der Hammer. Du kriegst halt auch leicht von den Finger wieder ab. Wow. Ach, Kinders, ich bin begeistert. So, wir machen jetzt hier mal die Klebis ab. Und ich liebe es, wenn das hier so akkurat ist. Da bin ich aber ein bisschen hier über den Rand hinausgeschossen. Da hat mein Klebi nicht so gut funktioniert. Aber da gibt es Schlimmere im Leben, ne? Lass mal hier drüber gehen. Und fertig. Das ist wow. Wow. Morgen machen wir echt das... Halo-Eye, das Holo-Eye, das Halo-Eye, mit den Farben Galaxy, Martian und Strawberry Moon. Da bin ich echt gespannt, Aber da habe ich jetzt irgendwie Bock drauf. Da hat mich Claudi irgendwie gestern zugebracht. Ich habe ja nämlich ihr Video gesehen und da hat die mich irgendwie zugebracht, das dann ja zu machen. So, jetzt nehmen wir Gaia, das dunkle Grün, und das setze ich mir hier unten hin. Ne? Es kann auch mal sein, also ich habe das heute Morgen gemerkt, dass man, boah, das ist Wahnsinn, du brauchst ja nur reindippen, dass man mal so kleine Partikel im Auge hat. Oh, das kann passieren, ne? Das ist Wahnsinn. Was soll ich dazu noch sagen? Das ist Wahnsinn. Soll. So, wir nehmen das helle Grün. Und das setze ich mir hier. Also, ich glaube, ich muss mir hier vorne in den Inner Corner jetzt was anderes setzen, weil ich glaube, mein Highlighter, auch wenn er von Becker ist, der, na, man sieht ihn ja hier auf der Wange, dafür ist er einfach zu wenig. Ich habe ja diese helle Farbe hier noch nicht, oder? Ach komm.
komm, ist doch egal. Das wollte ich ja morgen machen. Das wollen wir morgen machen. Wir nehmen nochmal Polaris hier oben. Und das setze ich mir jetzt in den Inner Corner. Das ist ja diese Creme. Diese Creme, diese... Ich habe noch nie so eine Textur gehabt. Wirklich nicht. Und die setze ich mir jetzt... Wow. Wow. Das passt. Leute, das passt wie Pöppis auf Eimer. Oh mein Gott. Das ist schön, ne? Und diese Farbe... Da bin ich doch wieder... Oh, ist man auch wieder irgendwie ein bisschen traurig, dass man das abgeben muss, ne? Aber nein. Jasmin, ich beneide dich, dass du diese Palette hast. Vielleicht hole ich sie mir auch mal. Meine Güte, man weiß ja nicht. Vielleicht ist es ja auch mal irgendwann so runtergesetzt, dass man leisten kann. So, ein bisschen meine obere... Also ich nehme jetzt doch meinen Bäcker-Highlighter, weil das wollte ich mir jetzt nicht unter die Augenbraue packen. Sondern einfach, guck mal, wie schnell das geht, ne? Wie schnell mit der Palette hier ein geiler Look gezaubert ist. Ich bin restlos begeistert und mache jetzt die Mascara drauf. Die gleiche wie gestern, dann sehen wir uns wieder und dann bin ich auch schon fertig und dann steht der zweite Look, ne? I love it. So, meine Lieben, der Look steht, ja, das ist... Echt eine geile Mascara, ne? Der Look steht. Der zweite Look steht und ich muss sagen, ich bin restlos begeistert und mir gefällt der zweite Look jetzt noch besser wie der erste, weil mir hier vorne einfach was gefehlt hat. Das Helle sah zwar gut aus, aber es hat meine Augen irgendwie zu klein gemacht und war noch nicht so, aber guck mal morgen, wie das Halo Eye wird, ne? Also ich bin echt begeistert. Ich komme jetzt noch mal nah. Und dann seht ihr, dass es dieses Mal wirklich ein grüner Look wurde und zwei Farben habe ich benutzt. Und ja, der Lippi passt dann auch wieder gut dazu. Ja, ich bin begeistert von der Palette. Ich kann nichts anderes sagen wie wow, wow, wow. Und bin gespannt auf den dritten Look, den wir dann zaubern. Das mal eben hier wegräumen. Und da werden wir dann morgen die letzten drei nehmen. Martyr, Galaxy und Strawberry Moon und da werden wir ein schönes Halo-Ei von zaubern. Und jetzt bin ich raus. Das war der zweite Look, Tag 2. Es war mir irre Spaß, Paletten dann so auszuprobieren und verschiedene Looks zu schminken. Ne? Ich mache ja dann auch immer ein Bild und so und dann vergleichen wir wirklich mal, was besser war. Also, wir sehen uns gleich wieder. Bleibt dran zum Halo-Ei und zum dritten Look und zum Finale. Also, bis gleich. Hello! Hello, Beautifuls da draußen. Da bin ich wieder. So, herzlich willkommen zu Tag 3 meiner Lidschattenpaletten. Nein, meines Lidschattenpaletten-Tests. So sieht es nämlich aus. Eine Palette, drei Looks und ich hatte ja. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Danessa Myricks konnte ich testen. Dank Jasmin, sie hat sie mir zugeschickt. Ich werde jetzt mal sofort meine Augen abkleben, damit hier nicht das Video 3 Stunden lang wird. Und ja, wir waren ja heute beim Halo Eye. Das versuchen wir einfach mal, ne? Also bis jetzt hat die Palette mich ja echt umgehauen. Und mein Favorit war bis jetzt der zweite Look. Ja, das Grün, das war schon geil. Das andere ist auch geil, aber... Das fand ich richtig, ja, das war so meine Farben. Und jetzt schauen wir mal, was die letzten drei Farben so können. Ich werde jetzt meine Haare mal hinter der Ohrens machen, ne? Weil wir haben ja jetzt noch drei Farben. Und das ist einmal hier oben das Galaxy, das Martian und Strawberry Moon. Ja. Und natürlich möchte ich die drei Farben auch aufs Auge packen, ne? Und ich finde das echt, echt spannend, dieses Format. Ich finde es geil. Aber was kannst du alles aus Paletten rausholen? Und ja, aus der Palette, da brauchst du nichts rausholen. Die läuft von alleine auf dem Auge. So, ich werde etwas kleineren Pinsel am Anfang nehmen. Und dann werde ich mir jetzt erstmal das, ich weiß es nicht, ich werde erstmal diese Farbe hier nehmen. Das rangiert so von den Farben her in dem Licht, ne? Das ist irre. So, das setze ich mir... Oh, guck mal. Guck mal, das sieht ganz anders aus wie eine Palette. Ich werde verrückt.
So, das setzen wir uns jetzt mal hier so hin und machen das auch vorne. Ich möchte da nämlich die andere Farbe auch benutzen und die benutze ich nämlich hinten. Ach ja, ich mache hier gleich mit im Inner Corner. Ne? Das ist Wahnsinn, die Palette ist Wahnsinn. Ich habe jetzt gedacht, ich hätte eine andere Farbe auf dem Auge. Also, ja, irre. Irre! Ich habe jetzt echt gesagt, so mit Blau gerechnet. Das hat was Grünes, das hat was Blaues. Es kommt drauf an, wie du die drehst, ne? Ja, ich kann nur sagen, wow. Und wer wirklich mal ein bisschen Geld investieren will, möchte, Geld investieren möchte, der, ja, kauft sich diese Palette, ne? Sie ist allerdings nicht günstig, das wissen wir, ja. Die große kostet, glaube ich, 150 oder so. Die ist auch irgendwie teurer geworden, ja. Inflation lässt grüßen, ne? So. Ja, Wahnsinn. Und jetzt setze ich mir hinten hin Galaxy. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das für eine Farbe wird, wenn ich sie drauf habe. So. Das ziehe ich mir bis hier hinten hin. Okay. Okay. Ich habe hier ein bisschen Fallout. Liegt wahrscheinlich aber auch an meinem Pinsel. Der ist schon ein bisschen ausgefranst, Leute. Der ist schon ein bisschen ausgefranst. So, ich hatte genug auf dem Pinsel, sodass ich das jetzt hier gut verblenden kann. Und mir gleich diese Farbe hier, die gebe ich mit dem Finger auf in die Mitte. Ja. Eigentlich machst du ja Halo also mit einer Farbe, ne? Rechts und links und lässt ja in der Mitte das frei. Aber da ich ja wirklich alle Farben aus der Palette gerne benutzen wollte, ja, musste ich das dann jetzt so machen. Und außerdem, wo steht ja auch geschrieben, wie man was schminkt, ne? Es bleibt ja immer jedem selber überlassen, wie er irgendwas interpretiert und, jo. Gut, dass wir da noch Freiheit haben, für aufs Gesicht zu malen. Das ist schon hart da oben, ne? Da müssen wir gleich noch mal ein bisschen, natürlich, das ist irre. Die Farben wirken im Pfännchen ja ganz anders wie auf dem Auge. Das muss man sich ja auch bewusst sein. Wahnsinn. Also das wird jetzt ein bisschen fleckig, das liegt aber an meinem Auge wegen Falten und hast du nicht gesehen. Das hat auch schon wieder was hier von Smoky Eyes, ne? So, ich werde mal eben meinen Pinsel sauber machen. Ich muss nämlich ein bisschen puscheligeren Pinsel nehmen. Und da werde ich jetzt den hier nehmen von Dokolor. Übrigens, sehr gute Pinsel von Dokolor. Und da möchte ich mir das hier auf jeden Fall richtig schön verblenden. Ich gehe auch noch mal in den Maritimton rein und setze mir das hier so drüber. Genau. Und hier mache ich das jetzt erstmal auch so. Ich habe den Pinsel mal eben sauber gemacht. Das wird jetzt für mich, glaube ich, ein, ja, der Dings-Look hier, der Dings-Look. der am längsten dauert. Obwohl, ne, hier haben wir einen schönen Übergang jetzt geschaffen. Ja, genau. Ich glaube, das passt. Ich bin begeistert. So, wir nehmen jetzt diese Farbe hier auf mit dem Finger. Strawberry Moon. Das sind so Flakes. Okay, okay. Jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Wow. Das ist so ein Einhornpups, ne? Das ist ein Einhornpups. Einhornpups wollen wir jetzt nochmal richtig hier auf den Finger geben und aufbauen. Boah. Ja, ich bin begeistert. Also ich glaube, früher oder später wird da auch mal eine Palette in meine Sammlung wandern. Weil ich glaube, das ist einfach irgendwie ein Muss, ne? Das ist ein Muss, dafür eine Palette zu haben, wenn man wirklich Paletten sammelt. Ja, musst du solche Schätzchen da drin haben, ne? Wow, guck mal. Und die funktioniert richtig gut. Und ich mache jetzt mal hier den Klebi ab. Das ist Halo Eye à la Steffi. Das gefällt mir. Oh, ja, gefällt mir gut.
unten machen wir das natürlich gleich auch, damit das so, ja, sich mit oben verträgt. Du kannst unten genauso ein Halo-Ei machen. Klar, wäre es jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen anders gewesen, wenn ich hätte nur eine Farbe genommen. Aber, ne, wenn ich die Palette schon mal habe, möchte ich auch jede Farbe ausprobieren und mir aufs Auge packen. Warum nicht? Warum nicht? So, jetzt gehe ich das letzte Mal rein und setze mir diesen schönen Einhornpups hier aufs Auge. Oh, Mann, das ist echt so, ne? Wow. Du kriegst die Tür nicht zu. Ja. So, wir brauchen mal eben hier meinen Foundation-Pinsel. Foundation-Pinsel wegmachen, lässt sich wunderbar wegmachen. Und ich finde das mit dem Inner Corner jetzt gar nicht mal so unübel so, ne? So, und jetzt, das sind zu große Pinsel, die können alle weg. Wir brauchen einen kleinen Pinsel und da werde ich hier den angestrebten Pinsel nehmen von She's a Life Runner Spectrum. Und da gehe ich jetzt in das Galaxy. Und Galaxy setze ich mir jetzt erstmal so, muss ich gucken, wie weit ich jetzt oben gegangen bin. So weit gehe ich jetzt auch hier unten. Und auf der anderen Seite, da hat man schon mal ein bisschen Pipi in die Augen. Ja, weil die Palette so schön ist. Nein, weil man hat diese Flakes. Ne? Da kann schon mal sein, dass so das der ein oder andere Flake mal ins Auge kommt. Und naja. So. Ich glaube, das ist okay. So, und jetzt werde ich natürlich vorne das Morteon setzen, was eigentlich blau in der Palette ist, aber hier grün auf meinem Auge schimmert. Oh, my goodness, ne? My goodness. Danke, liebe Jasmin, für diesen tollen Test. Es fällt mir natürlich schwer, diese Palette wieder dir zu schicken. Ja, aber ich bin froh, dass ich die mal testen konnte. Weil das ist der Hammer. Das ist der Hammer. So, und jetzt gehen wir in Strawberry Moon und setzen uns das hier in die Mitte, weil das haben wir ja oben auch in der Mitte, ne? Und dann haben wir, ich möchte mal eben das ausprobieren, ich gehe mal in Polaris oben in die Farbe mit rein. Das ist cool. Ach, I love it. Ich liebe es, ich liebe es. So, einfach mal so ein bisschen noch intensivieren unten. Genau. Einfach dippe ich oben in diese Farbe, in diese cremige Farbe, ne, die wir beim ersten Look gebraucht haben. Dippe ich einfach kurz mit rein, sodass dass hier unten ein bisschen intensiviert wird, damit man das so ein bisschen mehr sehen kann. Also mit der Palette schminkst du keinen dezenten Look. Es ist so. Da schminkst du keinen dezenten Look mit. Ne? Da sollte man sich drüber bewusst sein, wenn man die Palette bestellt. Also da ist nichts mit dezent. Ich liebe es. Oh, ich lieb's. Ich lieb's. Und ich liebe diese Palette. Ein wunderschönes Palettchen, was ich, wenn ihr wirklich Geld investieren wollt, euch empfehlen kann, ne? Euch die zu kaufen. So. Highlighter setze ich mir jetzt gleich noch hier oben ein bisschen hin. Ein Träumchen, also ein Träumchen. Und ich glaube, ja, ein toller Start in diese neue Rubrik. Ein toller Start in diese neue Rubrik mit einer Palette, drei Looks. Besser hätte es doch nicht starten können, Leute. Besser hätte es nicht starten können. So, mein Bäcker-Highlighter, den nehme ich mir jetzt. Und dann nehme ich mir meine Mascara. Und die mache ich jetzt gleich dann eben drauf. Und dann sind wir fertig. Mal gucken, wie der Look aussieht mit Mascara. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt extra auch ein bisschen Zeit gelassen, um mich halt nicht anzuditschen. Ne? Ja, und ich fand es einfach gut, den Fokus aufs Augen-Make-up zu legen, so wie es ja sein soll. Deswegen habe ich immer denselben Lippenstift benutzt, dieselbe Wimperntusche und denselben Highlighter, um einfach zu gucken, was, ich bin begeistert. Ne? Leck mich fett, ey. Ja. Das ist mein Look
der dritte Tag, meine Lieben, mit der Danessa Myrix Lightwork Volume 3 Palette. Ich kann sie euch ja mal, ich verlinke sie euch unten natürlich in der Infobox, falls ihr da Interesse dran habt, euch dieses Schätzchen zu kaufen. Wie gesagt, das ist nicht günstig, darüber sollte man sich im Klaren sein. Den Lippi dazu und ja. Ja, das war mein erstes Mal. Das war mein erstes Mal. Eine Palette, drei Looks. Ich finde, das war doch, ja, ist uns doch gut gelungen, oder? Also, es ist, sind drei tolle Looks entstanden. Ich bin begeistert von allen dreien. Ja, welcher war denn euer Lieblingslook? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ne? Also, ich schwanke so zwischen zwei und jetzt drei. Ja, was einfach wow ist. Wow, wow, wow. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr mich so unterstützt und es euch so Spaß macht. Ich versuche natürlich auch immer neue Ideen hier reinzubringen in meinen Kanal, damit es nicht langweilig wird. Und ja, Danessa und ich sagen jetzt Goodbye, Arrivederci und bedanken uns. Und ich freue mich auf die nächste Palette. Also macht es gut. Dicken Knutscher. Bis denn. Ciao.